haben immer noch viel Arbeit vor uns, aber ich denke, dass wir ein tolles neues Programm auf die Beine stellen werden. Wie gesagt, für mich der Höhepunkt ist der Moment, in dem du auf die Bühne gehst und ein paar tausend Leute drehen komplett durch und singen jeden Ton mit. Aber wenn man dann mal wieder im Tourbus ist und so, dann ist eigentlich auch der Schalter schon wieder umgelegt. I'm looking forward, you know, to be on the big tour with the guys. We all became friends, so yeah, can't wait. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass wir jemals so eine lange Vorbereitungsphase überhaupt für eine Tour gehabt haben. Wir proben in der Regel für uns alleine, bis die Songs so vom Aufbau schon mal wieder sitzen. Und dann kommen die Bandproben, wo dann mehr oder weniger schon das Feintuning gemacht wird. Ja, auf Tour mit Blind Guardian ist immer gut, weil man intensiv Musik machen kann, mit alten, guten Bekannten, tolle Songs spielen. Ja, macht einfach nach wie vor tierisch Spaß. Ne, wir haben Schläge genommen. Wir unterhalten uns länger im Vorfeld darüber, was wir von der Setlist spielen wollen. Wobei das bei uns immer so ist, dass wir, also nicht am Abend 18, 20 Stücke spielen, wir bereiten aber ca. 40, 45 vor, da wir den Set nicht jeden Abend gleich haben wollen, weil sonst fällt so eine tödliche Routine und es wird super langweilig für uns und auch für Fans, die zu mehr als nur einer Show kommen. Ich hab hier stehen. Also ich glaube, das ist anders wie das, was du jetzt singst, ne? Ja, das ist, glaube ich, falsch. Nicht nur anders, sondern falsch, was du da stehen hast, ja. Ja. Dann kann einer verfeinert haben, damit er klingt, als Satz. Kannst du mal mitspielen? Wie singst du das denn? Sing mal, wie du hast. Es ist uns gelungen, die wesentliche Essenz der Chöre so einzufangen, dass wir die mit den Leuten auf der Bühne sehr gut transportieren können. Da bin ich extrem stolz und bin auch sehr zuversichtlich, dass die Leute es mögen werden. Aber unser großer Pluspunkt, da muss man sich nichts vormachen, sind natürlich die Fans, die letztendlich dann den Rest an Füllmasse zu liefern haben, den wir auf der Bühne vielleicht nicht alleine hinkriegen würden. Der Spaß. Also es muss einfach wieder Spaß machen. Man muss wieder mit Leuten zu tun haben, die Bock haben, auf Konzerte zu gehen und die Lieder mit einem zusammen abzufeiern und mitzusingen. Und das darf eigentlich nicht fehlen. Ja, wir geben nochmal richtig Gas. Wir haben viele alte Nummern ausgegraben wieder. Wir haben auch ein paar richtig schwierige Brocken vom neuen Album uns ausgesucht. Also gewohnt hohes Niveau. Aber es werden hoffentlich auch die eine oder andere Überraschungsnummer im Programm sein. Zumindest alles meine Lieblingssongs sind wieder dabei. Eine hoffentlich geile Show. Wir tun alles dafür, dass sie zur wirklich geilen Show wird. Tolles Licht. Ich denke, eine unfassbar professionelle Produktion. Ja, a lot of new songs, of course. And a lot of old tradition songs. A lot of old classics. Die Fans können sich darauf einstellen, ein sehr erinnerungswürdiges Konzert zu sehen bekommen. Wir haben Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und wir sehen uns weiter. Ja, und ansonsten Vollgas geben.